Erstaunlich, dass sie es überhaupt zurückgeschafft hat. Hol es rein, reparier es und sag ihr, dass wir es schnellstmöglich wieder einsatzbereit machen. Dann bist du unser neuer Pilot auf Probe. Crew Chief Herath. Auf gute Zusammenarbeit. Ich sorge dafür, dass ihr Raketenjockeys auf alles vorbereitet seid, was euch da draußen erwartet. Also, laut Ladeliste statten wir dich mit einem Com-Reparaturkit aus. Neben dem Standard-Willkommenskit, das alle Probepiloten für ihre erste Mission bekommen. Medipacks, Kleinfeuerwaffen, Schiffsteile, die Grundausstattung, falls es da oben Überraschungen gibt. Meine Leute verladen vor deinem Start alles. Du wirst nicht mal mitkriegen, dass wir da waren. Du stattest also dem malerischen Tau Ceti II einen Besuch ab. Ein einfacher erster Auftrag. Halt die Augen auf, dann kommst du auch sicher wieder zurück. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nichts allzu Gefährliches. Das Reparaturkit besteht hauptsächlich aus Kabeln und Leiterplatten. Im Willkommenskit sind ein paar nette Sachen, die ich nicht einfach so rumliegen lassen würde. Aber bei richtiger Lagerung ist alles sicher. Ich wusste nicht mal, dass da jemand lebt, bis wir den Auftrag erhalten haben. Der Bericht sieht gut aus. Keine bekannten feindlichen Außenposten. Das heißt aber nicht, dass du unvorsichtig sein solltest. Achte einfach auf Tiere und Piraten. Nimm Medipacks mit, dann wird das schon laufen. Na dann mal los. Lass uns in einem guten Licht dastehen. Lassen wir die Kiste abheben. Fleischverarbeitungsanlage am Rand der besiedelten Systeme. Was hier wohl vor sich gegangen ist? Na, wen haben wir denn da? Zu sauber, um zu den Siedlern zu gehören. Oder zu den Piraten. Vielleicht eine UC-Patrouille? Sag bloß nicht, dass du zur Sturmtruppe gehörst. Vanguard. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin Hadrian. Ich war Forscherin bei den Colonies. Ich bin hier, weil es Gerüchte gab über... Naja... Das Ergebnis hast du ja gesehen.
Was von den Siedlern übrig ist? Das Werk von Ozizio Machina, einem Terrormorph. Einer der fiesesten Aliens, dem die Menschheit je begegnet ist. Und dieser hier ist, naja, eine Anomalie. Wahrscheinlich eine besorgniserregende. Dass ein Terrormorph diese ganzen Schäden angerichtet hat. Ich habe ja schon Geschichten gehört, aber es selbst zu sehen? Ich konnte mir die Anlage genau ansehen, bevor er mich gefunden hat. Falls es Überlebende des Angriffs gab, sind sie lange fort. Terrormorphs haben einen speziellen Wachstumszyklus. Man findet sie eigentlich nur auf vor langer Zeit kolonisierten Welten. Aber Tau Ceti ist viel zu jung. Trotzdem gibt es einen. Ich habe nach einer Erklärung gesucht und das gefunden. Außer, dass es eine Killermaschine ist. Er steht an der Spitze der Spitzenprädatoren. Widerstandsfähig, flink. Und seine Intelligenz nimmt mit dem Alter nur zu. Manche können sogar schwächere Spezies beeinflussen, um sie als Haustiere oder Spielzeug zu halten. Das sind einzigartige Kreaturen. Absolut. Um meinen Verdacht hinsichtlich dieser Bestie zu bestätigen, brauche ich eine Gewebeprobe. Und um die zu bekommen, brauche ich ihren Kadaver. Aber wir können uns einen Vorteil gegenüber dem Ding verschaffen. Mit dem Sicherheitssystem der Anlage. Das Verwaltungsterminal ist in diesem Gebäude, aber seine Verbindung muss zurückgesetzt werden. Nur schafft das eine Person nicht allein. Wenn du im Sicherheitsaußenposten die Verbindung wiederherstellst, kriege ich alles wieder zum Laufen. Vielleicht haben die Siedler noch mehr zurückgelassen. Das ist das Gebäude mitten in der Anlage. Über das Terminal dort müsstest du mir Zugang zum ganzen System verschaffen können. Dann können wir alles wieder in Betrieb nehmen. Gut. Sobald die Verbindung zurückgesetzt ist, leite ich alles ein. Pass da draußen gut auf dich auf. Und lass genug von dem Ding übrig, damit wir unsere Probe nehmen können. Hergestellt. Ich mach schnell. Die Türme haben was abgekriegt. Aber ich müsste ein paar davon für dich aktiviert kriegen. Bring das Ding dazu, dich zwischen den Gebäuden zu verfolgen. Guck nach Dann Waffen führst du es Munition. Direkt ins Kreuzfeuer. Hätte ich das doch nur eher gefunden. Siehst du die Sensoren in der Anlage? Die gehören zu einem Ortungssystem für Vieh. Damit müsstest du im Auge behalten können, wie nah der Terrormorph ist. Aber es ist nicht verbunden. Nebenan müsste es ein Terminal geben. Stell es auf 183,5 ein. Die Türme brauchen
Energie. Auf den Gebäuden gibt es Unterbrecher. Betätige sie, um die Dinger in Betrieb zu nehmen. Danach musst du den Terrormorph in Richtung der Lichter locken und das Feuerwerk genießen. Zeig's ihm, Vanguard. Zusätzliche Energie benötigt. Entweder versteckt er sich oder du hast es geschafft. Oh, Himmel, du hast einem Terrormorph den Garaus gemacht. Gut, dass keiner von uns als Käferfutter geendet ist. Du hast nicht zufällig eine Gewebeprobe genommen? Gut, unten habe ich ein Mikroskop gesehen. Schauen wir, ob wir der Sache auf den Grund gehen können.
sicheres Modell. Mal sehen. Führe Grunddiagnose durch. Nichts. Nicht ein Scan? Nein. Spektrograph. Verdammt. Die Ausrüstung eignet sich nicht für eine richtige Analyse. Aber dass der Terrormorph ausgerechnet hier ist, ergibt überhaupt keinen Sinn. Bei den Reisen der Menschen haben sich viele Kreaturen ausgebreitet. Haustiere, Vieh, Schädlinge. Aber Terrormorphs sind was anderes. Die hat offenbar noch niemand absichtlich verbreitet. Aber trotzdem folgen sie uns. Wenn Menschen eine Welt besiedeln, tauchen 70 bis 100 Jahre später Terrormorphs oft einfach auf, aber niemand weiß warum. Gefährlich, aber wenigstens vorhersehbar. Tau Ceti ist aber zu jung für eine Population. Er wurde erst vor 20 Jahren oder so kolonisiert. Aber die andere Option, dass jemand eines der tödlichsten Raubtiere in der Galaxie gefangen hat, um einfach nur ein paar harmlose Siedler auszulöschen, klingt nicht gerade plausibel. Das heißt, wir haben es mit einem äußerst seltsamen Mord oder einem schnelleren Terrormorph-Wachstum zu tun, das katastrophale Folgen haben könnte. Durch Terrormorph-Ausbrüche wurden schon viel größere Kolonien vernichtet. Naja, sie kaufen keine Tickets und fliegen Touristenklasse. Laut Theorie breiten sie sich durch irgendwelche Eier oder Samen aus, die unserer Erkennung entgehen. Aber wie zum Teufel sich ein nicht erkennbares Ei unbemerkt in einen Terrormorph verwandelt, ist eine bislang unbeantwortete Frage. Deswegen könnte das, was hier passiert ist, für den Rest der Zivilisation sehr unerfreulich sein. Ja, einmal sogar eine ganze Stadt. In Londinion musste wegen eines massiven Ausbruchs während des Koloniekriegs eine Quarantäne verhängt werden. Das ist der einzige bekannte Verlust in diesem Ausmaß. Aber deshalb müssen wir jede Veränderung unserer Beziehung zu diesen Kreaturen sehr ernst nehmen. Stimmt, wir haben nicht genügend Informationen. Ich hatte Zugang zu einem der besten Archive der Terrormorph-Forschung in der Galaxie. Das wäre ein logischer Ausgangspunkt für eine Suche, wenn ich herausfinde, wie man reinkommt. Aber wir müssen diese Probe auch genau analysieren, um zu erfahren, wie viel Sorgen wir uns machen sollten. Zum Glück kenne ich wahrscheinlich jemanden, der uns helfen kann. Würdest du ihm die Probe von mir bringen? Ich würde es ja selbst machen, müsste dafür aber einige Gefallen einfordern, um auf Terrormorph-Daten zuzugreifen. Und vielleicht auch kurz im Krankenhaus vorbeisehen. Klär das erstmal, falls nötig, mit deinem Commander. Du kannst auch das hier vorzeigen. Meine Genmarke. Sag, Hadrian Sanon ist besorgt, dass weitere Angriffe bevorstehen könnten. Mein Name dürfte bekannt sein. Das war ich. Vor langer Zeit. Familientradition. Ich weiß, dass einige aus meiner alten Einheit bei der Vanguard sind. Manche schulden mir was. Wenn ich Glück habe, auch dein Commander. Ah, du weißt gar nicht, was für eine Last du mir damit genommen hast. Dr. Percival Walker muss eine Analyse der Probe durchführen. Und zwar eine komplette. Er wird wissen, was das heißt. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich habe gehört, dass er für die Handelsaufsicht auf dem Mars arbeitet. In Cydonia haben Freunde eine Bar namens The Sixth Circle. Wenn alles erledigt ist, treffe ich mich da mit Percival und dir. Und hier, es ist nicht unbedingt eine Belohnung, aber du verdienst es. Dürfte zumindest die Treibstoffkosten zum Mars abdecken. Melde dich jetzt bitte bei deinem Commander. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, hallo. Wie lief es? Wir können die Nachbesprechung durchführen, wenn du bereit bist. Dann heißen wir dich auch offiziell bei der Vanguard willkommen.
Was? Wie bist du denn bei der Reparatur des COM-Systems an eine Terrormorph-Probe gekommen? Was ist mit den Siedlern? Wie bitte? Das war ja mal eine heftige Probemission. Man braucht ziemlichen Schneid, um sowas durchzustehen. Supra et Ultra trifft es nicht mal ansatzweise. Dafür hast du dir eine nette Gefahrenzulage verdient. Aber wenn keiner der Siedler überlebt hat, für wen überbringst du dann die Probe? Hadrian. Sanon. Den Namen kenne ich. Ich schaue mal nach. Viele dieser Daten sind geheim. Da, Ihr Eintrag. Wow, das sind ziemlich viele Belobigungen. Sie hat offenbar mit Auszeichnung gedient als Co-Leiterin einer UC-Xenowaffenabteilung, kam am Ende des Koloniekriegs vor ein Tribunal, wurde aus dem Dienst entlassen. Da habe ich ihren Namen wohl schon mal gehört. Wenn sie mit Xeno-Kriegsführung was zu tun hatte, dürfte sie auf jeden Fall was über Aliens wissen. Hier steht, dass Sanon für ihre Taten während des Kriegs schon bestraft wurde, durch Entlassung aus dem UC-Militär. Und dass sie dich zu mir geschickt hat, lässt mich glauben, dass das ein aufrichtiger Versuch ist. Bei ihrer Vorgeschichte war es sicher nicht einfach, sich an die Kolonies zu wenden. Was bedeutet, dass es eine ziemlich wichtige Probe sein muss. Vor dem Koloniekrieg hatten die Colonies ein Programm mit einem einzigen Ziel gestartet. Die tödlichsten und schrecklichsten Aliens in der Galaxie zu finden und sie an ihrer Seite kämpfen zu lassen. Ich habe die Einsätze nie selbst gesehen, aber das Programm war so erfolgreich, dass sich nach dem Ende des Krieges vor 20 Jahren beide Seiten darauf geeinigt haben, diese Praxis zu verbieten. Ich vermute, dass das Tribunal Sanon daraufhin entlassen hat. Sieht ganz danach aus. Hat diese Überlebende, Hadrian, erwähnt, warum sie diese Probe für so besonders hält? Sie glaubt, es gibt noch mehr davon? Also, das ist eine der überraschendsten Nachbesprechungen, die ich je erlebt habe. Aber wenn Hadrian Sanon glaubt, dass die Probe zum Mars muss, dann werden wir dafür sorgen, dass das geschieht. Ich kümmere mich um die Freigaben und deine Credits. Das sind deine ersten offiziellen Befehle. Und hier, damit jeder weiß, dass du bei den Vanguard bist. Willkommen in der Navy, Captain. Die Vanguard hat auch spezielle Schiffsmodifikationen. Wenn du das nächste Mal im Raumhafen bist, erhältst du Zugriff darauf. Rede mit der Schiffswartung. Falls das alles war, schlage ich vor, dass du ausrückst.